WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 17. Oktober 1813. Der Geburtstag des Dichters Georg Büchner. Oh, wär ich doch ein Narr. Mein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jacke. Am Kiosk berichten die Zeitungen auf ihren ersten Seiten von Lügnern, Dieben, Huren und Mördern. Mitten im Schlagzeilengemetzel ein Ruhepol, das Magazin für politische Kultur Cicero. Im Oktober 2013 taucht auf dem farbigen Umschlag der Kopf eines jungen Mannes auf. Er sieht aus wie ein Narr in einer bunten Jacke, ein tätowierter Punker. Das geht schon über das Tätowieren hinaus, der hat sich ja regelrecht beschriftet. Der berühmte Satz. Was ist das, was in uns lügt, stiehlt, hurt und mordet? Also selbst wenn man das Gesicht nicht sehe, wüsste man, das hat was mit Georg Büchner zu tun. Der Düsseldorfer Büchner-Biograf Jan-Christoph Hauschild kann sich über den Titel »Der Dichter-Punk« und den fantastisch ausgeschmückten Kopf auf dem Cover nur wundern. Der Ohrring, oder sagen wir mal Ohrschmuck, der halbrasierte Schädel, ein bisschen Rouge aufgetragen, aber immer noch sehr deutlich als Büchner zu erkennen. Neben den tätowierten Flammen und Blitzen hat die nackte Haut weitere markante Zitate zu bieten. Die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder. Oder jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Viele sagen Büchner nach, der Mann der Stunde zu sein. Und nicht nur seines 200. Geburtstags wegen. Auf dem linken Oberarm stellt der Punk, den vermutlich alle Schorsch nennen, lässig zwei Sätze aus, die einmal ein Aufschrei waren, eine Fanfare. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. So heißt es in der Flugschrift Der hessische Landbote. Der Entwurf stammt von Büchner. Der Medizinstudent aus Goddelau bei Darmstadt sei einer von uns und einer von heute. Ist da etwas dran? Und hat es für den 20-Jährigen wirklich angefangen mit einem Paukenschlag? Der hessische Landbote und die Verhaftung von seinem Freund war der große Wendepunkt im Leben von allen Beteiligten. Viele wurden zur Flucht gezwungen. Für einige endete es auch mit dem Tod. Das war ein Paukenschlag. Das war damals eine Epoche finsterster und dumpfester Reaktion, in die er hineingeboren wurde. So der Schriftsteller Alfred Döblin im 20. Jahrhundert. Büchner, das war ein Revolutionär von reinstem Wasser. Der Landbote wird heimlich im Großherzogtum Hessen-Darmstadt verteilt. Er richtet sich gegen zentrale Begriffe der Fürstenherrschaft. Staat, Ordnung, Gesetz. Es geht um das Recht auf Revolution. Der Bauer geht hinter dem Pflug. Der Reiche aber geht hinter ihm und dem Pflug und treibt ihn mit den Ochsen am Pflug. Er nimmt das Korn und lässt ihm die Stoppeln. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Wer von uns Anhängern der ersten APO-Generation wusste damit nichts anzufangen? Fragte 1979 Rudi Dutschke. Wenn man das heute zitiert, dann mit Ironie und nicht mehr mit diesem martialischen Unterton, aber überall da, wo man gewaltfrei gegen Großprojekte protestiert. Anlässlich eines Großprojekts im Bundesland Hessen kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Dutschkes Zeitgenossen und Ordnungskräften. Es ging um den Ausbau des Frankfurter Flughafens. Ab und zu erschienen Flugblätter, die zur friedlichen Blockade aufforderten. Unterschrift Georg Büchner. Ein Fall für die Polizei. Hat man den Verantwortlichen gefunden? Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen gegen Herrn Georg Büchner, verantwortlich im Sinne des Presserechts, und routinemäßig die Ermittlungen wieder eingestellt. Davon kann Büchner 1835 nur träumen. Gefangenenbefreiung, Fluchthilfe, das gehört zu seinen Projekten. Meine Meinung ist die, wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt. Heißt es in einem Brief an die Familie und weiter? Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor. Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand? Weil wir im Kerker geboren und großgezogen, merken wir nicht mehr, dass wir im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde. Die politischen Verhältnisse konnten Büchner rasend machen. Das arme Volk schleppt geduldig den Karren, worauf die Fürsten und Liberalen ihre Affenkomödie spielen. Ich bete jeden Abend zum Hanf und zu den Laternen. Zum Hanf und zu den Laternen. Nein, das hat nichts mit Drogen zu tun, sondern mit Adligen, die in Paris an Laternen aufgehängt worden sind.
Büchner veröffentlicht ein Drama über die französische Revolution, Dantons Tod. In einer aktuellen Aufführung sind neben Büchner auch Bertolt Brecht und Heiner Müller zu hören. Die Texte müssen sich doch beißen. Überhaupt nicht. Fallen den meisten Leuten fast gar nicht auf. Der Regisseur Martin Jürgens. Im kleinen Berliner Theater Vaganten bringt er das 30-Personen-Stück mit 6 Schauspielern auf die Bühne. Also in der großen Auseinandersetzung zwischen Danton und Robespierre ist Robespierre mit Texten Heiner Müllers ausgestattet, wie selbstverständlich, und es funktioniert. Nicht Menschen bringen wir um, sondern Feinde. Heißt es bei Heiner Müller. Brecht sagt über das Stück: Ein großartiges Melodrama. Ohne die Shakespeare'sche Plastik. Ein ekstatisches Szenarium. Danton ist die Geschichte des Scheiterns. Was geschieht mit den Revolutionären, die müde und alt geworden sind, überdrüssig? Klaus Peimann. Seine Inszenierung von Dantons Tod steht am Geburtstag Büchners auf dem Programm des Berliner Ensembles. Die Geschichte einer Resignation. Im Grunde auch von uns 68ern. Der eine sagt, ich sehe darin vor allen Dingen eine Auseinandersetzung mit dem Christentum. Und der andere sagt, es ist aber doch eine Verherrlichung der Revolution. Und der dritte sagt, es ist aber ein Abgesang auf die Revolution. All das ist da drin. Ich fühlte mich zernichtet unter dem grässlichen Fatalismus der Geschichte. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle. Und der Verfall, der moralische, politische und auch persönliche Verfall dieser 68er, das können wir ja deutlich sehen. Die Resignation, es geht nicht, wir haben es nicht geschafft. Dieser Traum einer gerechteren Welt ist ausgeträumt. Davon handelt eben Danton. Im Moment sind Robespierre und Saint-Just die eiskalten Engel, während wir in Danton uns selbst entdecken. Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. Ich sehe keinen Grund, der uns länger zum Töten zwänge. Die soziale Revolution ist noch nicht fertig. Wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab. Man hat in Robespierre schon Hitler gesehen, man hat darin Lenin und Stalin gesehen. Man muss das hinnehmen. Es sind Moden. Es hat auch was mit der politischen Geschichte von uns zu tun. Der Regisseur Martin Jürgens hat Stoff für neue Szenen entdeckt in der Biografie des Henkers von Paris. Und er beschreibt, wie er im Gefängnis den Nacken des Danton rasiert hat, damit die Guillotine problemlos den Kopf vom Rumpf trennen konnte. Der Friseur und der Henker waren damals 2 verwandte Lehrberufe. In diesem Falle ja. Ich habe mir hier allerhand interessante Notizen über einen Freund Goethes, einen unglücklichen Poeten namens Lenz, verschafft, der halb verrückt wurde. Während der Verhaftungswelle in Hessen, während in den Zeitungen sein Steckbrief erscheint, wandert Büchner in den 1830er Jahren auf den Spuren eines Sturm- und Drangdichters, Jakob Michael Reinhold Lenz, und schreibt das Protokoll einer Umnachtung. Den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg. Gerade dieser Anfang ist es, der uns bis heute fasziniert. Und Heiner Müller hat ja gesagt, mit Büchner fängt eigentlich die moderne Literatur an. Das ist ein Text aus dem 21. Jahrhundert, hat Heiner Müller gesagt. Man nennt mich einen Spötter. Es ist wahr. Ich lache oft, aber ich lache nicht darüber, wie jemand ein Mensch, sondern nur darüber, dass er ein Mensch ist. Mit ebenso schrägem Witz nimmt Büchner Hosenlöcher unter die Lupe. Wenn man sich nur einbilden könnte, die Löcher in unseren Hosen seien Palastfenster, so könnte man schon wie ein König leben. So aber friert man erbärmlich. Nur ein Spötter, der in seinen Hosenlöchern Palastfenster sieht, konnte in der Komödie Leonce und Lena einen König Peter vom Reiche Popo erschaffen. Ich bin ein König und kein Herz. Nach der französischen Tragödie ein hessischer Sommernachtstraum. Eines der Lieblingsstücke von Klaus Peimann. Der König, ein Verrückter, diese ganze Monarchie als Haufen von depressiven Trotteln und dazwischen diese Mädchenstimmen, dieser Zauber der Poesie, ein ganz großartiges Stück. Georg Büchner ist berühmt für die Kraft seiner Frauengestalten. Julie und Lucille, Marion und Marie, Rosetta und Lena. Meine Schwermut trägt mich fort und leidet still. Das ist vielleicht die schönste, die zärtlichste Stimme, die eigentlich bis heute ihren Zauber nicht verloren hat. Und trotzdem gelingt es ihm,
quasi wie Schmuggelware, doch seine Hauptthesen unterzubringen. Wir werden von Ausbeutern regiert und das arme Volk sollte eigentlich sich auf seine eigene Stärke besinnen. Diese Aussage steckt auch in Leonce und Lena drin. Für die Inszenierung von Robert Wilson hat Herbert Grönemeyer die Musik geschrieben. Also es gibt viele Parallelen zu heute, aber letztendlich ist es eine Komödie und man soll das versuchen, so leicht wie möglich zu nehmen. Als Blume heult und reiht, dem Tod entflieht. Und dann der Schock, die Geschichte eines armen Mannes, der zum Mörder wird. Er tut noch alles wie sonst, rasiert seinen Hauptmann. Jawohl. Isst seine Erbsen. Immer ordentlich, Herr Doktor. Das Geld für die Menage kriegt meine Frau. Tut seinen Dienst. Jawohl. Er ist ein interessanter Kasus. Ein Soldat, der nichts als seine Marie hat und von allen schikaniert wird. Wojciech wird zum medizinischen Versuchsobjekt und muss Erbsen essen. Wojciech beweist auch für mich, dass Büchner ein Originalgenie ist. Jan-Christoph Hauschild. Er bringt zum ersten Mal in der Weltliteratur einen plebejischen Charakter als Hauptfigur auf die Bühne. Er findet eine eigene Sprache, die sehr kurz ist, sehr rau, dass ihm das bis heute im Grunde keiner nachgemacht hat. In Bochum war das ein wüster Anarchist. Das war eine ganz spektakuläre Neudeutung, dass eben Wojciech nicht als scheiterndes Häufchen Elend gespielt wurde, sondern kraftvoll und anarchistisch böse, ein Prolet, der am Schluss nicht untergeht, der am Schluss eigentlich aufbricht wie ein Monster. Immer noch rasiert Wojciech seinen Hauptmann. Heiner Müller, Rede zum Büchnerpreis 1985. Isst die verordneten Erbsen, quält mit der Dumpfheit seiner Liebe seine Marie. Müller widmete seine Rede Nelson Mandela. Bilder von Afrika stellen sich ein, wenn wir Büchners Bericht vom Straßburger Christkindlmarkt lesen. 1. Januar 1836. Überall Haufen zerlumpter, frierender Kinder, die mit aufgerissenen Augen und traurigen Gesichtern vor den Herrlichkeiten aus Wasser und Mehl, Dreck und Goldpapier standen. Das immer weitergehende Auseinanderklaffen zwischen Reich und Arm. Ich will jetzt nicht einmal von der Dritten Welt reden und von dem Ungeheuerlichen, was sich da in Afrika abspielt und von dem unerhörten Privileg und der Ausbeutung, in der wir leben, auf Kosten dieser sogenannten Dritten Welt. Die riesige Anklage, die er diesem Wojciech gibt, besteht. Wojciech lebt, wo der Hund begraben liegt. Der Hund heißt Wojciech. Auf seine Auferstehung warten wir mit Furcht und oder Hoffnung, dass der Hund als Wolf wiederkehrt. So bekommt ein Wort von Alfred Döblin einen ganz besonderen Hintersinn. Dieser Büchner war ein toller Hund. Die Tollheit hatte den Drang, bei Tag und bei Nacht Grenzen zu überschreiten. Ich sitze am Tage mit dem Skalpell und die Nacht mit den Büchern. Der Zoologe, der die Schädelnerven von Fischen untersuchte. Der Schriftsteller, der es verstand, unter die Schädeldecke seiner Helden zu blicken. Was ist das, was in uns lügt, stiehlt, hurt und mordet? Am 19. Februar 1837 ist Georg Büchner gestorben, nicht einmal 24 Jahre alt. Ein Zeitgenosse sagte über ihn: In ihm hätte Deutschland seinen Shakespeare bekommen. Zu seinem 200. Geburtstag ist an unseren Zeitungskiosken ein Bild zu sehen, das Büchner als einen Dichterpunk zeigt. Ich weiß zwar nicht, wie man auf die Assoziation kommt, er würde heute Punk sein, aber auf jeden Fall ist es ein attraktives Titelbild. Jeder Zoll ein König der Coolness, dieser Punk, als wollte er dem Publikum sagen, ich bin mein einziges Vergnügen, wie König Peter im Reiche Popo. Ich bin mein einziges Vergnügen. Ich bin ein König und kein...